Wir sind zurück hier beim Fußballmanager mit dem Spiel gegen Holstein Kiel. Wir hatten in den letzten Parts eine sehr, sehr gute Serie, konnten den zweiten Platz verfestigen und sind mittlerweile 4 Punkte, boah, 6 Punkte vor dem Relegationsplatz. Richtig, richtig stark. Und ja, gegen Kiel wollen wir am liebsten so weitermachen. Wo sind die denn in der Tabelle? Oh, die sind unten mit dabei. Platz 12, ja, im Mittelfeld. Sollte also machbar sein. Wir hatten ja auch dieses grandiose 4:0 in der Hinserie gegen die erreicht. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Ich schau mal, was wir machen. Wird vielleicht auch mal so ein Tarek Buchmann mit in Kader setzen, vielleicht für Thomas Ovejan. Hempelmann und Uldra Ogo sind eigentlich auch zwei Spieler, ist einer zu viel. Und auch Lamburde würde ich mal mitnehmen. Hempelmann, dass wir da einfach mal je nach Ergebnis auch mal den Spielzeit geben können. So, gehen wir mal in die Jugend rein. Ja, wobei, das machen wir alles nach dem Spiel, aber mit den Spielern können wir gerne noch mal vor dem Spiel sprechen. So, du hast gut trainiert. Gib im Training alles. Training alles. Gehen wir rein ins Spiel. Und ja, mal schauen, was wir da gegen Kiel auf den Platz kriegen. Auswärts in Kiel immer eine sehr, sehr anstrengende Fahrt. Ist ja ganz, ganz weit im Norden Deutschlands. Eine Gelegenheit da für uns. Und da ist das 1:0 Karim Bellarabi nach Vorarbeit von Kenan Karaman. Das 7. Saisontor. Und da ist die herbeigesehnte Führung. Die nächste Riesenchance. Terodde bringt den Ball nicht ins Tor unter. Bauer mit der Gelben. Einige Chancen nicht genutzt, trotzdem 1:0 für uns. Ist ein gutes Spiel. Kann man zufrieden sein. Weiter geht's in die zweite Halbzeit. Und jetzt mit der direkten Chance, aber dann Weiner retten jetzt mal Kiel mit dem Pfostenschuss. Kommen da sehr, sehr gefährlich vors Tor. Jetzt Latte für uns. Nochmal eine Chance. Auch der wird geklärt. Und wir gehen mal in die Wechsel rein. Können wir hier für Tower jemanden bringen? Seguin. Mit Uedraogo. Karaman können wir Alcaron spielen lassen und wir bringen Lasme rein.
Da ist der Treffer 2 zu 0. So, jetzt nach dem Treffer geben wir auch mal dem Lambourde die Chance, sich zu beweisen. Gerade jetzt sind sehr, sehr viele junge Spieler am Feld. Oh, jetzt direkt der Anschlusstreffer. Hoffentlich geht uns das hier nicht aus der Hand. Haben jetzt sehr, sehr viele junge Spieler. Alcaron, Lambourde, dazu noch Oldra Ogo, Becker, Buchmann, das ist uns richtig erfahrene, sind nicht mehr drauf. Aber Elfmeter für uns und Lasme trifft. Jetzt ist wieder der Vorsprung von 2 Toren erreicht und können hoffentlich jetzt hier ruhig das Spiel zu Ende gucken in der Schlussphase. Kommen da auch nochmal vors Tor. Eine Minute Nachspielzeit. Vorbei. So. Und wir haben die Tabellenführung übernommen, nachdem Karlsruhe da nochmal verloren hat. Auch Pauli hat verloren. Deswegen haben wir hier auch nochmal Punkte. 8 Punkte zum Relegationsplatz, 9 zum 4. Schon sehr, sehr stark. Und ja, was macht uns so stark? Karlsruhe ist die einzige Mannschaft, die mehr Tore bekommen hat und Hannover die einzige Mannschaft, die weniger Tore kassiert hat. Also sehr, sehr gut da von uns. Und ja. Vorstand auch glücklich. So kann es auf jeden Fall weitergehen. Transferperiode schließt. Hier werden noch Spieler angeboten. Ich will die nicht kaufen. Gar nicht, wieso die hier erscheinen. Gerade im offensiven Mittelfeld, mit der Position spiele ich ja noch nicht mal. So. Top-Transfers. Wir sind da auf jeden Fall sehr, sehr stark vertreten, ne? Bis auf Jebamin und Majetschak, die nach Lautern gewechselt sind, sind nur wir in den Top 10 Transfers. Und auch vor allen Dingen sehr, sehr junge Talente geholt. Also wir verfolgen die Strategie Kaderwerte aufbauen. Muss aber auch sagen, hier ein bisschen unrealistisch. Hat der Verein, glaube ich, keine Schulden. Und gleich mal nachgucken, ich meine aber nicht. Ne, Kredit hat der Verein nicht. Was machen wir denn jetzt? Wir haben keinen Linksverteidiger, alles nur Rechtsverteidiger hier quasi. Da kümmern wir uns mal nach der Saison. Und im Jugendbereich gehen wir jetzt nochmal die ein paar Nationen durch, um da Spieler zu holen. Wir haben hier einiges an Transfers und Budget noch übrig, was wir in den Jugendbereich investieren können. Der ist, glaube ich, gekommen. Ich
Ja, ist jetzt nicht das Riesentalent. Spanier. A-Jugendbereich. Da ist gar keiner gekommen. Gehen wir mal nach Italien gucken. Die sind alle schon unter Vertrag. Wahnsinn. Geht da ganz schnell in Italien. Tatsache. Ja, Belgien. Belgien, Holland, Portugal hatten wir schon, Spanien, Italien. Was ist noch für Länder, die gute Jugendarbeiten haben? Mal nach Polen gucken, vielleicht. Schalke ja auch immer gute Erfahrungen mitgemacht.
So. Hier nochmal bei den Top-Jugendabteilungen. Weltweit. So, das passt alles soweit. Dann gehen wir hier mal einen Schritt weiter. So. Bleibt bei seinem Verein. Bleibt. Akzeptiert das Angebot. Die meisten bleiben einfach in ihren Vereinen. Die haben in meinem Kader kein Niveau. Gomez.
Einen haben wir hier zwei Starter bekommen. Hier nur zwei für die Ersatzbank. Na, war jetzt nicht so die super Ausbeute. Aber ja, ist manchmal so. Ja, ich würde sagen, Spiel gegen wen schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Bis dahin, ja, folgt gerne rein. Nichts zu verpassen. Ciao, ciao.